Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück bei Mass Effect. Auf an Bord jetzt des, keine Ahnung, Frachtschiffes, wo wir gerade gesehen haben. Und ich sehe schon hier in der Ecke wieder was Rotes. Das heißt, wir kriegen es hier auch mit Gegnern zu tun. Oh, hier war Geld. Hier war Geld drin. Ne? Geld war hier drin. Ne? So, ich speichere mal ab. Hier kommen wir überall nicht weiter. Das heißt, wir müssen hier rein, wo jetzt die ganzen Gegner auf uns warten. Ja, ich sehe schon. Ah. Eindringlinge! Tötet die Geisel! Oh, schön. Verdammt! Dann mal los! Au! Dich mache ich fertig! Erstmal das Rückgrat gebrochen. Oh Mann! Lass mich aufstehen, du Arschloch! Hallo! Dich mache ich fertig! Dich mache ich fertig! Ich kotze schon wieder. Ich kotze schon wieder im Strahl. Entsichert und geladen. Still. Arschgeigen, Alter. Ohne Scheiß, ne? Ja, würdest du mal bitte... Hör mal auf, dich überall zu verstecken. So. Ich speichere hier jetzt mal nicht schnell. Ich möchte nämlich nicht unbedingt... Sehen Sie, wie es ist? Man schreibt Briefe und wird von allen ignoriert. Gewalt ist das Einzige, das die Leute verstehen. Wie wäre es, wenn ich den Vorsitzenden Burns töte und diese Scharade beende? Bitte! Ich versuche doch nur, Ihrem Volk zu helfen! Tun Sie nichts, was wir alle bereuen müssten. Warum nicht? Was haben wir denn zu verlieren? Da der Vorsitzende hier entschieden hat, dass wir keine Entschädigung bekommen werden, haben wir nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt. Aber ich habe meine Meinung geändert. Wo ich sie gesehen habe, wurde mir klar, dass sie... Sie hatten ihre Chance. Einige L2 sind aufgrund der Nebenwirkungen der Implantate fast verkrüppelt. Aber Sie sind gegen Entschädigungen. Denken Sie darüber nach. Burns ist der, der Ihnen helfen kann. Ja, wenn Sie mich freilassen, kann ich mir die Entschädigungsanträge nochmal ansehen. Was? Wir sollen Ihnen vertrauen? Klar, Sie versprechen uns die Freiheit und sagen, dass alles gut wird. Aber sobald wir uns ergeben, hintergehen Sie uns. Ich verspreche nicht, Sie gehen zu lassen. Ich sage nur, dass Burns sich die Sache nochmal ansieht. Nicht wahr, Burns? Sicher. Ich hatte keine Ahnung, dass die L2-Biotiker so verzweifelt sind. Hätte ich das gewusst? Es wird Entschädigungen geben. Das verspreche ich Ihnen. Sie haben recht. Ich will nicht sterben. Vielleicht passiert ja diesmal was. Ich gebe auf. Yeah. Danke, Commander. Ich dachte schon, ich wäre erledigt. Ich werde dafür sorgen, dass die Entschädigungsdiskussion weitergeführt wird. Ich hatte keine Ahnung, dass Sie so verzweifelt waren. Ein Kreuzer der 5. Flotte wird Sie und die Gefangenen in Kürze abholen. Wuhu. Der sieht uns irgendwie überraschend ähnlich. Darf ich speichern? Danke. Ich will nicht, dass ich nochmal was Falsches sage. Danke, Commander. Ich dachte schon, ich wäre erledigt. Ach, das ist unserer? Ja, schön, weißt du, und für diese Erkenntnis mussten jetzt so viele Leute sterben. Schön. Oh, Alter, das war gut. Das war echt gut. So, hier ist auch noch was. Ach, du Kacke. Wollt ihr mich verarschen? Ach, leck mich. So, haben wir denn überhaupt irgendwas zum Ausrüsten? Nein? Ja, komm, nimm. Was hat der?
Sturmgewehr. Raptor 4, Avenger 3. Haben wir einen Avenger 4? Wahrscheinlich nicht. Oh, aber guck mal. Alter, Alter. Schön. 180, 209. Krass. Ja, bitte. Ach, schön. Tsunami. Oh, 216 sogar. Schau mal. Schick. So. Sturmgewehr. Pistole. Katana 3. Katana 5. Wow. Nee. Ach, das ist das, was ich gerade habe. Die ist besser. Nehmen wir die erstmal. Und dann schauen wir nochmal. Ne. Super. So, eine Pistole. Oh, Alter. Ey, wir kriegen ja jetzt richtig gutes Zeug hier. Wir kriegen ja jetzt richtig gutes Zeug. Nehmen wir die erstmal. Schauen da nochmal durch. Nö. Alles scheiße. Da kriegen wir ja jetzt richtig geiles Zeug. Ah, hier haben wir den Avenger 4. So, schauen wir mal. Oh, der ist sogar noch besser. So, hier haben wir nichts, hier haben wir nichts, hier haben wir nichts. Mittelschwer. Kann er sowieso nicht anziehen? Oh, süß. Biotikschutz, Schild, Schadensschutz. Der braucht dringend Rüstung. Bitteschön. Der braucht dringend Rüstung. So. Next one. Na, wobei, Nemazug, du hast ja gesagt, Shepard brauche ich eigentlich gar keine guten Knarren hier zu geben, weil er damit sowieso nicht umgehen kann. Ich glaube, bei dem war Schrotflinte und Pistole, glaube ich, ne? Warte, kann ich von hier aus? Schrotflinte und Dechiffrierung, Elektronik, Medizin. Und ich glaube, die normale Knarre war das, ne? Schrotflinte und die normale Knarre. Da hattest du ja erwähnt, dass ich dem eigentlich gar keine andere geben brauche. Das heißt, ich nehme die großen Knarren da jetzt einfach mal wieder weg und gebe dem was Kleines. Und dann kriegen die anderen, die dafür ausgebildet sind, kriegen dann die großen Knarren. Oh, Moment. Ja, genau. Der hat zum Beispiel Sturmgewehr und Präzision. Da kann der eigentlich was Großes kriegen. Und der hat Schrotflinte und Sturmgewehr. Gut. Wenn du das dann siehst, sag doch mal bitte, ob ich das wirklich so machen kann. Ob das Sinn ergibt. Also der hat Sturmgewehr und Präzision. Das heißt, der kriegt jetzt was richtig Gutes. Was richtig Gutes. Zum Beispiel das hier. Und 110, 124. Gib mal das hier. Oh, das ist sogar noch besser. Nehmen wir das. Sehr schön. Und bei der Schrotflinte und Knäneknarre kriegt ja sowieso unser Shepard / Mika sowieso erstmal immer das Beste. Weil der ja der Erste ist, der überhaupt ausgerüstet wird. Daher kann ich dem dann auch sowas geben. Das heißt, er kriegt das hier. Und das sieht ganz gut aus, aber das da oben, da geht die Präzision halt ein ganzes Stück weiter runter. Das ist halt ein bisschen blöd. Ich gebe dir mal das hier. So, hast du denn irgendwas Gutes? Nee, dir kann ich also nichts anziehen in der Hinsicht. Der kann auch nichts. Der braucht bestimmt auch speziell. So, Sturmgewehr, Raptor. Bitteschön. Bitteschön. Oh,
krass, wie, was für geile Waffen ich jetzt aktuell echt kriege die ganze Zeit. Das ist echt heftig. So, du kriegst Dette. Was ist das? Bio-Verstärker. So, haben wir denn irgendwelche neuen Dinger? Kampfsensor, Rückstoßdämpfer, einige und ein Waffenradar zu blockieren. Und lässt solche Gegner sichtbar werden. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Was haben wir hier? Giftschaden. Chemisch 2. Haben wir chemisch 3? Ja, tatsächlich. Chemisch 3. Ja gut, was heißt, das brauchen wir sowieso nicht. Kann ich das irgendwie wegnehmen? Moment, so. So. Machen wir das mal auf die Knarre, Ruf. Was haben wir hier? Feuert Geschosse ab. Gift. Was ist das? Großkaliberlauf 1. Kampfsensor. Machen wir das hier bitte. Und was haben wir hier? Panzerbrechend. Gegen synthetische Ziele. Panzerbrechend 3 haben wir hier. Dann nehmen wir den Panzerbrechend 3 lieber. Was haben wir hier? Rückstoßdämpfer. Klingt eigentlich gut. Was haben wir hier? Hammer 1. Dann machen wir hier... Ja, machen wir hier chemisch mal drauf. So. Le Sturmgewehr. Was haben wir hier? Rückstoß, Großkaliber. Plus 10 Schaden, minus Feuerrate und Hitzeabsorption. So, Lemonie. Phasenmunition. Schildumgehung, 30 Schaden weg. Will ich nicht. So, dann nehmen wir hier gar nichts. Nehmen wir hier das. Und nehmen wir hier das. So, gut. Der hat, glaube ich, sowieso nichts Großartiges. Großkaliber. Ich mag das halt nicht, wenn irgendwie die Feuerrate und das Ganze runtergeht. Für ein bisschen Schaden, weißt du? Hier auch. 25 Schildumgehung, aber 30 Schaden weniger. Und für die, die kein Schild haben, weißt du, die haben einfach weniger Schaden. Ich finde das blöd. Das macht eigentlich nur Sinn für Leute, die wo halt Schilder haben. Deswegen finde ich das so ein bisschen blöd. So. Ja, den Rest kann ich dann, denke ich mal... Oh, wobei, nee, den Rest muss ich aufheben. Ich muss ja auch noch die anderen ausrüsten. Das heißt, diese Waffen-Upgrades, die mache ich jetzt zu Gel. Das Zeug, das ich nicht haben möchte. Und ja gut, die kleinen Waffen kann ich eigentlich. Die kleinen Waffen. Weißt du, hier diese ganz kleinen Waffen, die kann ich eigentlich auch verarbeiten. Und das, was jetzt hier 4 und 5 dann hat, das hebe ich jetzt einfach mal auf. Weil kein Schwein braucht dieses Level 1 Ding noch. Ich glaube, das braucht man einfach nicht mehr. Die werde ich jetzt alle zerlegen. So. Die nehme ich auch noch mit. Und das Ganze, was dann, sag mal, oberhalb von Level 3 hier ist, das lassen wir mal und gucken mal, ob wir die anderen noch ausrüsten können. So. Hier auch. Gut. Was haben wir hier? Mittelschwer. Duelist, Predator. Ich glaube, das kann ich auch wegnehmen. Liberator. Mittelschwer, leicht. Oh, Quarianer, warte. Ja, wobei Quarianer hat sie ja nicht anziehen können. Ich nehme das auch mal weg. So, jetzt haben wir hier zwar ein bisschen rumrumort, aber jetzt haben wir wieder Platz. Wobei ich mir noch nicht mal sicher bin, ob uns jemals der Platz überhaupt ausgeht. Kinetischer Puffer, Rüstungsupgrade. Kinetischer Puffer. Was haben wir denn hier? Gehärtetes Gewebe, kinetischer Puffer. Plus 10 Schilde, mobile Präzision, Abkühlungsreduzierung. Oh, schick. Oh, warte mal.
Ach, Skorpion 4 habe ich schon drin, ne? Oh Gott, ich habe gerade Gleitgel gelesen. Leck mich, ey. Das habe ich gar nicht gesehen, dass hier ja diese Rüstungs-Upgrades auch noch da sind. Da kann ich, glaube ich, diese ganz kleinen auch mal wegnehmen. Die hatte das Gewebe, Giftsiegel, Schockabsorber, Panzerplatten. So. Zack. Giftsiegel und Exoskelett. Was habe ich denn hier? Oh. Ach so, Skorpion 4 ist die Klamotten. Na toll, danke schön, dass du mir das sagst. Giftresistenz, oh ja, bitte nimm mir das. Was hat der drin? Rüstungsupgrade. Servogelenke, Giftsiegel. Plus 20 Schmetterschaden. Und was hat der drin? Gehärtetes Gewebe. 11% Härtung. Ja, das kann man eigentlich so lassen. Das Giftsiegel, die Giftsiegel lasse ich mal drinne. Und ja, so. Gut. Ich speichere mal, ne, bevor hier mir das Spiel abstürzt. Ist mir zwar bisher noch nicht passiert. Aber wer weiß, wer weiß. Oh. Ja. Ich hasse es. Ich hasse alles. Nein! Jetzt bin ich an so einem kleinen Eckchen hängen geblieben. Mensch. Mittelschwer, Sturmgewehr, Sturmgewehr. So, aus dem Weg. So, haben wir hier alles. Ja, sieht so aus. Ein riesiger Raum und da hinten dann die zwei. Gut, dann würde ich sagen, sind wir hier auch fertig. Können wir hier auch wieder gehen? Wie ich einfach hier am Anfang die ganze Zeit flach gelegen habe, ne? Das ist so schön. Wenn dieser ganze Scheiß bei mir nur auch mal funktionieren würde. So, hier geht ja nichts weiter. Also gehen wir hier. So. Ab nach Hause, zurück zur Normandie. Einmal speichern und dann haben wir wieder eine Mission abgeschlossen. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Danke, dass Sie sich um die Geiselnahme gekümmert haben. Bitte. Commander. Der Vorsitzende Burns war sehr beeindruckt, wie Sie die Situation auf friedliche Weise gelöst haben. Ihre Hilfe auch außerhalb Ihrer formalen Pflichten wurde zur Kenntnis genommen, Commander. Fünfte Flotte Ende. Sehr gut. Gut, hier waren wir, hier haben wir fertig. Hatten wir, waren wir hier schon auf den Planeten? Ich glaube schon, ne? Waren wir, nee, das war nicht der. Yuntauma, Tunchagon. Doch, hier haben wir, glaube ich, schon alles angeschaut. Gab es hier einen Planeten, wo wir Ruf waren, wo wir Ruf konnten? Ich glaube nicht, ne, das waren nur die drei. Nepneo? Ja, das waren nur die drei. Ah ja, und da oben war irgendwie so ein Schiff, ja. So ein felsiger Asteroid. Da konnten wir auch nicht hin. Gut, dann sind wir hier mit dem Ding fertig. Und da können wir ins nächste. Und da gehen wir jetzt hier hin. Hier haben wir, glaube ich, auch ein paar Quests. Knossos. Hier haben wir, glaube ich, auch ein paar Quests. Mit was fangen wir denn an? Ich würde sagen, wir fangen oben links an und arbeiten uns dann so nach unten. So. Dann huschen wir mal hier rüber. Und klappern so nach und nach alles ab. Commander, wir empfangen eine wichtige Nachricht des Allianzkommandos. Ich stelle sie durch. Shepard, hier spricht Admiral Hackett vom Allianzkommando. Wir haben hier ein Problem und nur Sie können sich darum kümmern. Was ist denn jetzt schon wieder? Was soll ich für Sie tun, Admiral? Es gibt einen Allianz-Ausbildungsstützpunkt, an dem wir Waffen und Technologie in realen Situationen testen. Eines der VI-Module, mit denen wir feindliche Taktiken simulieren, reagiert nicht mehr auf unsere Abschaltbefehle. Oh, toll. Es ist durchgedreht. Schön.
Wollen Sie damit sagen, dass dieser Computer nun selbstständig denkt? Wir sind nicht blöd, Shepard. Das ist eine virtuelle Intelligenz, keine echte KI. Sie hat kein Selbstbewusstsein und kann nicht auf externe Systeme zugreifen. Wir haben hier nichts Illegales getan. Die Unterstützung durch virtuelle Intelligenz ist für unseren militärischen Erfolg unerlässlich. VIs bearbeiten tausende Statusberichte und können in Nanosekunden reagieren, schneller als jeder Mensch. Sie müssen sich bis zum Kern der VI durchschlagen und sie manuell deaktivieren. Ach du Scheiße. Können Sie sie nicht aus der Ferne deaktivieren? Unsere Notfallsysteme reagieren nicht. Die VI operiert in einem geschlossenen Netzwerk. Sie kann nicht auf externe Systeme zugreifen, aber wir haben auch keinen direkten Zugriff auf ihre Prozesse. Wir könnten sie vom Orbit aus bombardieren, aber Schäden an der Anlage wären katastrophal. Daher wäre es uns lieber, wenn jemand den Kern herunterfährt. Jemand wie Sie. Mir ist klar, dass Spectres dem Rat unterstehen, aber sie sind immer noch ein Mensch. Sie gehören zum Allianzmilitär und jetzt brauchen wir sie. Die VI kontrolliert alle Waffen, Drohnen und automatischen Verteidigungssysteme der Anlage. Sie sind der Einzige, der das schaffen kann, Shepard. Viel Glück. Oh Gott. Das klingt nicht so geil. So, wir gucken jetzt erstmal Circe, Proteus, Salamis. Haben wir hier irgendwas? Offenbar nicht. Gut, wir fangen hinten an der Ecke an und gucken uns dann erstmal alles an, ne? So wie wir es gewohnt sind. Der weit entfernt gelegene Planet Pharos wurde bis jetzt lediglich mittels einer unbemannten Raumsonde erkundet. Die dünne Atmosphäre besteht aus Stickstoff und Argon. Die Permafrostoberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Zinn mit Vorkommen an Kohlenstoff. Die tiefen Krater sind zum Teil mit Eis gefüllt, sodass man davon ausgehen kann, dass sich unterhalb der gefrorenen Oberfläche große Vorkommen von Wasser befinden. Dank des großen eisreichen Kraters auf der südlichen Hemisphäre ist der Planet vom inneren System aus zu sehen. Dadurch erhielt der Planet auch seinen Namen. So, turianische Insignien. Sehr gut. Wir kommen der Quest langsam näher. Nausicaä. Die Natriumanteile in der Atmosphäre von Nausicaä verleihen dem Planeten eine typische dunkelgraue Farbe. Ansonsten ist der Planet ein typischer Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant. Für die weißen Wolken zeichnet ein sehr hoher Wasserdampfanteil in den oberen Atmosphärenschichten verantwortlich. Komischer Satz, pardon. So, Circe. Was haben wir hier? Circe ist ein mittelgroßer Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant mit Vorkommen an Schwefel und Chlor. Dies verleiht ihm eine spektakuläre gelb-grüne Färbung. Im Zuge des Ausbaus der Proteus-Kolonie wird Circe wohl den Abbau von Helium-3 genutzt werden. Schön, Gasvorkommen entdeckt für Helium-3. Sehr schön. Proteus. Oh, der hat eine schöne Farbe. Wie die Heimatwelt der Hanar ist auch Proteus zu 90% von Wasser bedeckt. Die unglaubliche Hitze von Athens sorgt für eine Luftfeuchtigkeit von 100% und erzeugt eine konstante dichte Wolkendecke. Zudem werden hierdurch Taifunstürme verursacht, die gänzlich über den Planeten fegen. Der feuchtheiße und sturmgeplagte Planet Proteus hat eine seltene Atmosphäre aus Sauerstoff, Stickstoff und eine kohlenstoffbasierte Biosphäre, wodurch es für die Besiedlung als geeignet gilt. Im Zuge eines Pilotprogramms wird die Möglichkeit der Gründung von Unterwasserkolonien untersucht. Auf diese Weise wären die Kolonien am besten vor dem extremen Wetter geschützt. Ja, erkunden. Auf Proteus gibt es große Mengen Sauerstoff. Gut, hier haben wir alles. Da ist jetzt nur noch der Salamis. Da kommen wir nicht drauf, okay. Die geologischen Charakteristika von Salamis wurden zwar schon per Scan erfasst, aber darüber hinaus ist nicht sehr viel über diese Welt bekannt. Aufgrund der dichten Kohlenstoffdioxidatmosphäre und der Nähe zum heißen Stern Athens kann es vorkommen, dass die Äquatorialgebiete, so rum, boah, während des Tages so heiß werden, dass die Oberfläche schmilzt. Die Oberflächenschicht besteht aus Eisen mit Vorkommen von Platinmetallen. 520 Grad heiß. Schön. Das macht unglaublich viel Spaß. So. Proteus haben wir, Circe, Salamis.
Nausicaa. Pharos. Gut, hier sind wir fertig. Wenn ich jetzt... Hä? Ich hab hier doch eine Quest, die ich erledigen muss. Oder nicht? Hab ich hier irgendwas übersehen? Circe? Proteus? Hallo? Hab ich hier einen Planeten übersehen? Oder galt die Quest jetzt irgendwie für den kompletten Umkreis? Moment mal. Warte kurz. Die VI. Begeben Sie sich in das Sonnensystem des lokalen Clusters und kümmern Sie sich um die außer Kontrolle geratene KI. Halt mal die Klappe. Ja, ist gut. Eine außer Kontrolle gerade hat das Testgelände der Allianz auf der Rückseite des Erdenmondes übernommen. Die Kommandatur der Allianz hat ihnen den Befehl... Was? Eine außer Kontrolle geratene hat ein Testgelände der Allianz auf der Rückseite des Erdenmondes übernommen. Das heißt, ich muss jetzt zur Erde, oder wie? Habe ich jetzt einen neuen Cluster freigeschaltet? Habe ich jetzt Milchstraße oder irgendwas? Warte kurz, lass mich mal gucken. Noveria, Pharos, Citadel... Lokaler Cluster, ja, der war vorhin aber nicht da, oder? Der war, glaube ich, vorher nicht da. Der lokale Cluster, das ist jetzt bestimmt unsere... Ja, die Milchstraße, Seite, das ist unsere Milchstraße jetzt. Deswegen habe ich schon gewundert, hä, das wäre hier irgendwo. Willst du mich verarschen? So, wir sind jetzt aber gerade hier, dann machen wir hier jetzt auch erstmal weiter. Ich dachte, das wäre jetzt wieder eine Quest, wo ich kriege für diesen Cluster jetzt. Mann, Mann, Mann. So, Archanes. Der kleine Wasserstoff-Helium-Gigant. Archanes wurde so weit ausgebaut, dass er heute... Ich bin heute wieder zu dumm zum Lesen, ne? Dass er heute als Zwischenstation für Schiffe dient, die Raffineriematerial aus Therum transportieren. Neben dem Vorteil eines starken Magnetfelds zum Entladen der Schiffsantriebskerne bietet Archanes auch eine weitgehende automatisierte Infrastruktur mit Helium-3 und Deuteriumminen auf den eisbedeckten Monden. Mhm. Große Vorkommen von Stickstoff. So, hier hinten haben wir nichts. Gut, dann gehen wir langsam nach innen. Zagros ist eine terrestrische Welt mit einer Stickstoff-Methan-Atmosphäre, die Spuren von Kohlenwasserstoff enthält. Die Eisoberfläche besteht hauptsächlich aus gefrorenem Wasser und Kohlenwasserstoff. Der Großteil der Planetenoberfläche ist zu brüchig, um das volle Gewicht eines Landungsschiffes tragen zu können. Im Falle einer notwendigen Landung müssen Shuttles zum Einsatz kommen oder die Masseneffektfelder des Schiffes zur Unterstützung genutzt werden. Therum. Oh, hier kann man landen. Ist eine sehr weit entfernte, aber reiche Industriewelt, die von der Allianz beansprucht wird. Die reichen Schwermetallvorkommen haben zu einem wahren Herstellungsboom auf der Erde beigetragen. Kernproben voller Fossilienfunde von einfachen siliziumbasierten Organismen belegen, dass Therum in der Vergangenheit ein lebensfreundlicherer Planet als heutzutage war. Das könnte die vielen proteanischen Ruinen auf der Oberfläche erklären. Die meisten davon sind mittlerweile von Minenunternehmen erschlossen worden. Mhm. Hier können wir landen. Phaistos ist eine kleine terrestrische Welt mit einer dünnen Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid und Xenon. Die Oberfläche ist sengend heiß und besteht hauptsächlich aus Schwefel und diversen Silikaten. An dieser abgelegenen Welt besteht normalerweise kein besonderes Interesse. Tja, langweilig, ne? Armeni ist eine terrestrische Welt mit einer ungewöhnlich dünnen Atmosphäre aus Krypton und Xenon. Die erstmalig durch eine Überflugsonde ermittelten Daten zeigten, dass die Äquatorialgebiete Armenis von seltsam regelmäßigen Oberflächenstrukturen gekennzeichnet sind. Weitere Untersuchungen haben ergeben, dass es sich dabei um Millionen kunstfertig und ein paar Meter unter der Oberfläche gebauter Krypten handelt, die von einem lang verschollenen Raumfahrervolk namens Zeyov
hinterlassen wurden. Viele menschliche Universitäten haben Anträge zur Untersuchung dieser Grabstätten gestellt. Aber gemäß den Ratsgesetzen gelten diese Krypten als Heiligtum. Aus diesem Grund zieht sich die Verhandlung dieser Anträge vor Gericht schon seit Jahrzehnten hin. Okay. So, das war's, glaube ich. Das heißt, wir können... War das hier? Nö. Wo war das? Da. Hier können wir landen. Wir gucken uns das Ganze auch mal an. Aber wie schon in der letzten Folge, machen wir das erst in der nächsten Folge, weil wir haben schon unsere 30 Minuten. Also bis gleich.